Und herzlich willkommen, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. Mein Name ist Manon. Ich begrüße euch recht herzlich zu einer digitalen Führung der Nordart. In dieser Serie geht es um die Kunstwerke und Künstler vergangener Ausstellungen. Heute darf ich euch Jörg Plickert als Nordart-Urgestein vorstellen. Jörg Plickert gilt als einer der renommiertesten deutschen Bildhauer. 1954 in Hamburg geboren, wohnt Jörg Plickert auch hier oben im hohen Norden in Bredenbeck. Und schon seit langer Zeit schlägt nicht nur sein Herz für die Nordart, sondern auch die Nordart kann sich eine Ausstellung ohne Jörg Plickert nicht mehr vorstellen. Als Künstler der ersten Stunde war Jörg Plickert bereits mit sehr vielen Werken auf der Nordart vertreten. Viele der Werke zeugen von einer ganz besonders faszinierenden Aufmerksamkeit des Künstlers in Bezug auf Dankbarkeit über das Leben und der menschlichen Geschichte. Über die Jahre hinweg entwickelte Jörg Plickert seinen eigenen unverkennbaren Stil. Neben Marmor und Granit arbeitete sich Jörg Plickert besonders an dem metallenen Material Cortenstahl ab, das er mit seinem handwerklichen Geschick zu einer besonderen, sicheren Ausdrucksform bringt. Cortenstahl hat eine sehr schöne Eigenschaft, dass es bei Verwitterung das darunter befindliche Material gegen Rost schützt und eine Patina entwickelt, die so sehr schön rostig orange leuchtend aussieht. Dieser Werke hat 2017 den Nordart-Preis gewonnen. Das sehen wir hier. Es ist Homage to Humanity, Helping Hands. Wir sehen hier eine kubistisch-abstrakte Konstruktion. Zwei Arme, die von links und rechts kommen und Hände, die ineinander greifen und sich bei der Hand nehmen und sich festhalten und eine Brücke bilden. Kommunikation ist vielleicht der Schlüssel zum Erfolg. Man muss sich die Hände reichen, man muss sich helfen. Möglicherweise symbolisch durch das Wasser getragen, ozeanübergreifend. Vals, Hommage à Chopin, ist ein Werk von 2004, das zwei individuell beschwingte Figuren darstellt, wobei der optische Schwerpunkt jeweils im Kopfbereich lagert. Die schweren Körper erscheinen bewegt, fast beschwingt. Man fühlt sich an ein tanzendes Paar erinnert. Hommage à Chopin, eine Verbeugung vor dem großen Komponisten. Move, Wheel of Time bietet sehr viel Interpretationsspielraum. Was seht ihr darin? Einige eine Uhr, manche ein Portal? Wieder einmal haben wir Cortenstahl. Mit 4,80 Meter Höhe ist es ein monumentales Werk, das sehr schön arrangiert ein faszinierendes Bild ergibt. Durch die kubistische Aufsplitterung der Elemente dieses Werkes setzt sich fragmentarisch ein Uhrwerk zusammen, das unaufhörlich tickt.
Willkommen hier in meinem Atelier. Wir sind hier in Bredenbek im Kreis Rendsburg-Eckernförde, wirklich auch nur einen Katzensprung von der Nordart entfernt. Dieses ist ein alter Kuhstall gewesen, den ich vor 25 Jahren ausgebaut habe. Und hier arbeite ich, wenn ich hier in Deutschland bin. Die Nordart ist für mich ein ganz großer Glücksfall, dass ich hier praktisch direkt vor der Haustür eine internationale Ausstellung von Weltrang habe. Also ich nehme immer wieder gerne teil und es ist immer wieder eines der Highlights für mich im Jahr. Ich erinnere mich immer noch gut an die ersten Nächte vor den Eröffnungen, als Wolfgang und ich mit einem uralten Gabelstapler wirklich sozusagen im frühen Morgengrauen in den letzten Stunden der Nacht vorher noch die letzten Skulpturen in der Wagenremise aufgebaut haben. Also das sind so Erinnerungen, die bleiben dann für immer im Kopf. Dies ist eine zweiteilige Arbeit. Die andere Hälfte, die ist schon fast fertig, die werden wir draußen sehen. Und außerdem mache ich oben gerade eine Porträtserie. Also ich bin wirklich 70 Stunden hier pro Woche im Atelier gerade unterwegs. Für 2021 wünsche ich mir wieder eine großartige Nordart. Ich wünsche ganz vielen Künstlern, dass sie es wirklich schaffen können, auch herzukommen, dass sie mit ganz viel Engagement bei den Vorbereitungen dabei sind, dass ihre Arbeiten wieder vorzüglich präsentiert werden und dass die Nordart eben wieder, wie gehabt, ein riesiger Publikumserfolg auch wird. Ja, alles Gute, toi, 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 Nordart. Vielen Dank für die guten Wünsche, die wir natürlich unterstreichen. Und auch wir freuen uns auf eine neue Ausstellung und auch natürlich auf Werke von Jörg Plickert. Das war meine digitale Führung über Jörg Plickert. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie seht ihr die Kunstwerke? Wie interpretiert ihr sie? Lasst doch mal ein paar Kommentare da, vielleicht auch den Daumen hoch. Und wenn ihr eine Live-Führung haben möchtet, dann sehen wir uns nächstes Mal auf der Nordart. Fragt nach mir gerne. Bis dahin, eure Manon.